Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde ICO. Natürlich mit mir, eurem Sunny, dem Heretic und dem Toaster, auch wenn ich gerade nicht weiß, wo die beiden sind. Hallo, bei der Schmiede. Hallo, Ich ich jedenfalls. grase. Ich Du verstehe. Rindviech. Genau. Immer diese Wiederkäuer. Sehr gut. Mein Masonry Table ist fertig, weil ich habe mich dazu entschieden, dass ich dann auch bei der Mine dann den Masonry Table dann aufstelle, weil macht ja keinen Sinn, dann von hinten eventuell immer wieder herzukommen mit dem Stein, nur um dann wieder zurückzufahren und so. Das macht ja ist ja albern. Entsprechend, wir werden hier die Holzproduktion haben, bei mir dann die Steinproduktion und die Farmerei genau in der Mitte zwischen uns, das passt ja eigentlich total gut, ne? Und hier kommt eine Baumfarm hin, also das heißt, wir werden hier dann immer wieder Bäume anpflanzen und abreißen. Sunnys Totenkarren. Was willst du denn? Ja, wenn ihr euch da wieder reinstellt, wisst ihr gleich, was es bedeutet. Oh. Ja, der Heretic war gerade so gut, mir einen Karren zu machen. Bringt die Toten raus! Brauchst du nur eine Glocke? Bling, bling, bling. Genau. Aber die würde ich wahrscheinlich am Fuß tragen, also auch nicht so richtig gut. Das kennt ihr, oder? Was es bedeutet, ein Glöckchen am Fuß zu tragen, oder? Das hat man den Verrückten. Den Verrückten wurde es um Fuß gebunden, ein Glöckchen, als Warnung, dass da halt ein Verrückter kommt. Ah, ich verstehe. Da frage ich mich aber, warum du noch keins hast. Ich hab's abgestreift, ich war clever genug. Oder ich habe noch nicht genug mit dir Unfair. gespielt, um es mir wirklich zu verdienen. Verdammt, der wäre besser gewesen. So, wir haben einen Stockpile dabei, weil unser Stockpile da ist schon völlig überladen, vor allem auch mit Sand bzw. Erde. So. Zack. Dann kommt hier jetzt erstmal der neue Stockpile hin. Flupp. Ah, da. So, nix, nix. Ich dachte bloß, dass hier so ein, bei so einem Baum, dass er Blätter dran hätte, aber nein, das ist so ein kleiner Busch, der daneben hängt, einfach nur. Ach, verdammt, jetzt bin ich zu weit gefahren mit den ganzen Woodpulp und so. Der ist jetzt bei mir angekommen. Verdammt. Muss ich dir nochmal vorbeibringen. So, ja, den Müll, der dürfte jetzt so langsam anfangen, hier wahrscheinlich tatsächlich für Pollution zu sorgen. Mal gucken. Würde Na, ich mir das mal geht aber hübsch, angucken. ja. Ground Pollution. G, 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 G. Da, Ground Pollution Spread. Show in World. Also hier seht ihr das schon, wie jetzt hier so langsam die Pollution sich ausbreitet, weil ich ja hier diesen Giftmüll halt drauf habe. Und ja, der muss unbedingt in den Boden rein, damit wir also in Steingebiet untergebracht werden. Und daran werden wir auch gleich arbeiten weiterhin. Den Masonry Table, den kann ich dann hier auch mal ins Ah, Haus doch, jetzt platzieren. ist es weg. Den habe ich vernichtet. So. Und den können wir mit dem Storage, hoffentlich mit beiden Storages verbinden. Ja, das klappt sehr gut. So. Und dann stelle ich hier erstmal ein bisschen Sand her. 1, 2, 3, 4, 5. Dann stelle ich hier 25 mal Pitch her. Und verbinde das auch mit. Ne, nicht mit Toasters Woodcart. Ach, dein Woodcart steht hier noch. Ah, okay. War jetzt gerade irritiert, hä? Ja, es ist Holz So. drin, was du haben Ja, wolltest. ja, 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 ja. Wo ist denn der? Der steht unterhalb des alten Stockpiles, also Ah, des ersten da, okay. Stockpiles. So. So. Ah, ich habe vergessen, Super. mir die Repair Danke. Station mitzunehmen, ne? Ich bin ein Held. Ich bin so ein Held.
Du Held. Ach. Ein Schild. Ja. Wie geht denn das? Ach da. Text. Ja, sehr schön. Ach so, dein Karren ist hier gleich daneben dann. Warte mal. Ich pack dir mal ein paar Sachen in deinen Karren rein. So. Kannst du dir dann gleich mitnehmen. So. Und last but not least. So. Okay. Gut. Wir haben erst 13 Kupfer. Ernsthaft? Boah. Hä? Wieso hat er das denn nicht ausgelagert? Ach, habe ich den mit der Chest nicht verbunden, ne? Ja. Hä? Wieso packt er das hier nicht rein? Ach, wahrscheinlich kann ich den Kupfer erst rausnehmen, wenn ich auch den Müll rausnehme. Und dementsprechend kann ich das nicht beides gleichzeitig so. Oha! 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 Guck dir mal an, wie viel Müll wir da haben. Ach du Ja, genau. Genau. Oh Mann. So viel? Ja. Echt. Das ist richtig viel. Ja, dann werde ich mal wohl ganz fix an der Mine arbeiten müssen, denn sonst fällt uns der Müll echt auf den Kopf. Ja, ich helfe dir gleich, ich bringe nur kurz Zeug weg. Ja, da wäre ich echt dankbar für. Wie viel Ingots haben wir dafür bekommen inzwischen wenigstens? 50. Also wenn wir wirklich irgendwie, ich muss mal gucken, wenn wir die Metalltools würde ich euch bitten, erstmal noch nicht zu benutzen, bis wir da genauer wissen. Oder ihr könnt sie halt benutzen, nur ich würde sie bitte im Moment noch nicht reparieren, bis ich weiß, wie ich das irgendwie, wie wir vor allem auch den Müll wieder loswerden. Vor allem, ich bekomme ja aus einem Block Erze, bekomme ich ja dann 4 Blöcke Müll. Das ist ein bisschen krass irgendwie. Das ist ja echt nicht viel. Ach nee, ich bekomme sogar 8 Blöcke Müll auf einen Block Erze, die ich sammle. Das heißt, pro Ingot ja 2 Blöcke Müll. Das ist ein bisschen heftig. So, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall erstmal genug Woodpulp. Okay. Na, ich meine, den restlichen Woodpulp kann ich dann wieder problemlos ja einfach umwandeln. Ach so. Irgendjemand wollte auch einen Bakery-Oven haben, ne? Das werde wahrscheinlich ich gewesen sein, aber da ich meine Küche erstmal nicht erweitern kann, ist es erstmal gut. Ah, hat sich auch erledigt, dafür brauche ich Bricklaying. Das müssen wir erstmal erforschen. Das könnten wir jetzt allerdings dann so langsam erforschen. Allerdings würde ich da, glaube ich, gerne mehr nochmal vorher Research ein bisschen besser lernen. Denn ja, ich bin zu hungrig, um zu arbeiten. Okay. Aber der Toaster war lieb und hat mir hier in die Kiste Nahrung reingeschmissen. So. Ah, aber ungekochte Fireweed Shoots hast du mir hergegeben. Ja, auch. Weil ich... Warum eigentlich? Ich glaube einfach, die Idee war, dass man halt... Ah ja, genau. Der Grund ist ganz einfach. Wenn man sich vollfressen will und nur noch wenig Platz ist, dass man das dann halt auffüllt und das halt dann so kleine Sachen sind, mit denen man dann sozusagen nachjustieren kann. Damit weil die weniger Kalorien haben, meinst du? Ja. Okay. Ich breche hier übrigens wirklich halb durch die Decke wieder durch, ne? Hab hier eine leichte Öffnung in der oder fast eine Öffnung hier auf der Ecke hier oben. Wenn ich da einen Block wegnehme, dann sehen wir wieder die Außenwelt wahrscheinlich. Aber wollen wir es nicht wegnehmen, weil das ist wieder so eine Blockierstelle.
die einen langsamer werden lässt. Genau wie die hier übrigens, glaube ich, auch. Ich mache das weg und bringe es oben außen wieder an. Ja. Dafür musst du doch nicht außen hinrennen, oder? Doch, ich will es sehen. Oh, ja, Entschuldigung, ich habe schon gefüllt. Da muss irgendwo ein frischer Block sein. Frisch gesetzter. Kann sein. Warte. Ich mach's wieder auf für dich. Hier ist egal. Lass hier war's. Mich. Guck mal, hier. Hä? Ah. Jetzt ist es offen. Ich bin blind, vielleicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Ach so, ja, ja. Gut. Jetzt hast du's? Ja, dann kommen wir wirklich gleich hier raus, ne? Bei dem Stein. Das ist ja schön. Wir können ja dann irgendwie nach links abbiegen. Ja, ja, das kann man machen. So. Okay. Ich baue auch nochmal einen Stockpile anscheinend. Gott, wir brauchen so viele von den Dingern, ne? Das ist krass. Und dann baut man halt mal was und dann ist alles leer. Man denkt sich so, aber ich habe doch nur ein bisschen ans Haus gebaut, so. So krass eigentlich. Ja, ja. Und vor allem, wie lange ich da teilweise grinde, um dann halt so die Sachen zusammenzusuchen. Und dann, zack, alles leer. So. Okay, dann kann ich hier jetzt die Rampe hinsetzen. Was brauchst du eigentlich irgendwas noch für Stone Rams? Meinst du jetzt mich? Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Ich muss erstmal gucken. Dann machen wir da jetzt eine kleine Plattform und gehen dann nach links wahrscheinlich. Mhm. Also für Stone Ramps. Ich könnte auch Asphalt machen, aber dafür fehlt noch Material. Stone Ramps. Ich brauche Pitch. Unser Wagen ist voll mit Erde. Mann. Ich brauche Pitch und Stone. Das ist nötig. Ey, mein Stockpile ist voll, ne? Das ist unglaublich. Ich habe mir gerade einen Stockpile gemacht. Okay, ich komm mal rüber und hol mir einen Carpentry, so ein Workbench, damit ich mir selber halt notfalls mal was machen kann. Ein Stockpile. Baust du denn einen oder? Ja, ich baue mir einen. Oder du baust mir schon mal, kannst du mir schon mal einen starten, damit genau. Während ich rüber renne, ist er dann schon fast fertig. Und ich habe ja sowieso Workbench. Irgendwas hatte ich ja vergessen, was ich mir mitnehmen wollte. Ja, dein Karren oder, nee, irgendwas. Die Repair Station. Die Repair Station habe ich vergessen, genau. Wo ist denn die Workbench? Workbench, da. Plopp. 3 Minuten braucht der dafür. Wofür braucht er 3 Minuten? Die Workbench. Oha. Wo ist denn der... Wo ist denn die Straße hin? Die Straße? Ja, die Steinplatten für die Straße. Wir hatten noch so viele davon gehabt. Jetzt genau, ich habe die nicht verbraucht. Also hier hinten sind noch einige. Hier sind noch 40 Stück oder 30 Stück. Hier? Ja, das muss ich vom anderen Stockpile aus mir angucken, weil der erste ist so weit weg. Gut. So, welche arbeitet viel, hier? Viel hübscher hier. Die Workbench will ich mir gleich mitnehmen, solange warte ich mal. Aber die Repair Station, wo ist denn die gelandet? Ah, hier ist eine Repair Station, hier ist auch nochmal ein Stockpile, den nehme ich mir auch mit. Hier sind Wilted Fiddleheads drin. Ja, das ist aus Farm. Ach, das ist, wenn man, das ist, okay, Wilted dachte ich so, ist verdorben, weißt du, aber das ist der, ja, genau. Okay.
Okay, das ist tatsächlich das Produkt. Okay, na dann So. nehmen wir uns mal den Karren. Sieht so Ach, lustig ist aus, das wenn man das witzig mit dem aufhebt. Ziehen. Ja, aber echt, sei vorsichtig an den Ecken, das ist echt anstrengend. Wenn der sich zu sehr. Ah, jetzt hast du dir da eine Brücke rüber gemacht. Ja, super. Nein! Oh, ich hab so eine Aufnahme drin, super. Hammer nehmen und abbauen. Kannst du oben hinsetzen. Das dachte ich mir schon. Ja, musst du aufpassen, wenn du daneben verläufst, dann, ne? Ach so? Was ist? Das passiert? Ja. Ich dachte jetzt eigentlich eher die Gefahr, dass du irgendwo hängen bleibst, aber dass du gleich runterkippst, war natürlich super. Das war, sah sehr, sehr, sehr gut aus. Du sahst sehr elegant aus beim Abstürzen. Muss man ja sagen. So, scheiß drauf. Weg damit. So. Haben wir hier noch viel Woodpulp? Ja, wir haben hier noch so ein bisschen was. Wo ist denn da? Ich verbrauche mal den Woodpulp hier oben zu Pitch, ja? Ja, mach das. So. Aber du brauchst hier oben ja dann auch eventuell ein bisschen Pitch, weiß ich ja nicht. Aber wahrscheinlich, wenn du dann Roads und Rams halt herstellen möchtest, dann musst du die eventuell bei mir dann unten herstellen. Müssen wir dann eventuell noch einen weiteren Rainride-Table reinsetzen oder müssen wir mal gucken, wie wir das Okay. machen. Oder du musst dir dann halt Stein und sowas dann holen bei mir. Das geht ja auch. Musst dann halt mit deinem Karren vorbeikommen und dir dann Stein abholen. Komm, kannst du mal hier fertig werden? Das geht ja auch nicht an, ey. Noch 34 Sekunden. So, habe ich So. jetzt alles? Ich habe noch zwei Türen. Wie? Warum sind die schon so Sträucher? Weg mit denen. Das war kein Strauch, das war ein Baum. Das Ja. sind Bäume. Ja. Warum Die machst du mache die ich denn alle weg? Hier weg. soll doch deine Baumform passieren. Ja, aber ich werde hier überall diese Hügelchen machen und die da drauf setzen. Okay. Deswegen. Ja, wenn du Bäume fällst, dann können halt auch Saplings von alleine entstehen. Das ist halt per Ah. Zufall so ein bisschen. Die müssen Okay. nicht immer gepflanzt werden. So. Auf dem Wege waren übrigens auch zwei der Bäume da mitten im Weg entstanden. Ich habe nur einen davon gepflanzt. Ich glaube, den genau in der Mitte. Ah, okay. So, fertig, fertig. Ja, wo hat das jetzt hingeschmissen? Da wahrscheinlich. Nein, dann hier. Ja, okay, gut. Und ab nach Hause, beziehungsweise zur Schmiede. Mein Zuhause ist ja eigentlich woanders. Ah, apropos, ich werde mal bei mir zu Hause ganz kurz vorbeischauen. Die Fishtrap könnte ja wieder vollständig sein. Ich habe heute wieder so ein Ruckeln, wenn ich die Maus bewege, habe ich das Gefühl, wenn ich so kleine Bewegungen nur mache. Entweder ist das echt, bin ich mittlerweile so ein alter, tattriger Greis, dass ich so eine ruckelige Bewegung habe. Ich muss mir echt nochmal eine neue Maus besorgen, weil ich habe mir jetzt ein neues Mauspad besorgt. Daran kann es jetzt also eigentlich nicht mehr liegen. Also entweder Maus oder meine alte, tattrige Hand. So. Hier Schon wieder irgendwo. Nacht hier. Ja. Und ich tauche jetzt auch noch. Jetzt ist gar nichts mehr zu sehen hier beim. Ah, da ist es. Was haben wir denn da jetzt drin? Ja, so ein bisschen was. Zack. Dann so. Zack. Okay. So, sehr schön. Dann verwandle ich den Fisch gleich wieder in Raw Meat, ne? Musst du dir dann wieder hier abholen, Toaster. So. Das sind dann 40. Und das hier sind 5 mal 20 ist 100. Also ich produziere jetzt gerade wieder irgendwas um die 40 Durchgänge mal.
500 rohes Fischfleisch. 500. Kannst du mal gucken, ob du vielleicht irgendwie, was du machen musst, vielleicht um größere Rezepte mit Fischfleisch anzustellen. Also ehrlich gesagt, da brauchen wir jetzt keine, brauche ich gar nicht auf Jagd gehen, es sei denn, du brauchst halt irgendwie mal Leder oder sowas, das musst du mir dann Bescheid sagen. Ja. Weil. Da das Fisch ist halt gut, das zuzubereiten, weil es halt nur Fett und Proteine bringt. Und da die meisten anderen Sachen halt noch irgendwas. Das ist gut. Ich sollte mal ein bisschen Fisch hierher bringen, auch zur Mine. Beziehungsweise zur Schmiede, weil damit wir wieder ein bisschen ausgeglichener sind. Ja. So, ich pflücke hier auch mal ein bisschen was an den von den Prickly Pear Fruits. So, okay. Deinen vollen Karren habe ich hochgebracht, ja? Also Ah, okay. für den Stockpiles. So, dann kommt hier erstmal die Reparaturstation hin. So. Wie spät haben wir es eigentlich? Ich denke mal so 21 Uhr. Ja, 21:40. Und die Workbench. Sehr gut. Jetzt kann ich mich im Notfall, wenn ich jetzt mal wieder einen weiteren Stockpile brauche, einfach selber einen herstellen. Das ist deutlich angenehmer. Also, selber herstellen konnte ich ihn schon vorher, nur nicht hier vor Ort. So. So, ich habe jetzt hier mal einen Stockpile gemacht. Da kann einfach mal die ganze Erde und so dann rein. Ist das jetzt hier meiner? So. Zack, zack. So. So. Den Stein hätte ich gerne oben drin eigentlich. Dann sollte ich ihn auch mitnehmen. So. Mache ich hier auch gleich den Müll mit rein. Weil der muss ja dann noch runter transportiert werden oder so. Das ist ja mega anstrengend hier dann. Also der Müll hat mich ja jetzt voll erschlagen, wie viel Müll wir da produziert haben auf einmal, ne? Muss ja echt viel sein. Ja. Ich glaube, das ist noch nicht mal alles, was ich da habe jetzt. Also ich hab ja 70 Ingots einen Auftrag gegeben. Davon haben wir bisher 60. Und ich habe hier. Ja. Ich habe jetzt dementsprechend hier 120 Blöcke Müll. Ja, und die sind halt 120 wie. Blöcke. Ja, das ist halt wie Erde, ne? 120 Blöcke Erde, nur die sind halt Müll. Den ich halt irgendwo hin wegräumen muss, eigentlich. War ganz schön krass. So. Ach ne, hier kann ich reparieren. Ach so, übrigens, das mit dem Repairen, das scheint sich relativ entspannt zu verhalten. Also erst wenn es wirklich kaputt ist, verbraucht man anscheinend mehr Kalorien. Wenn die Schaufel dabei ist, kaputt zu gehen, scheint das noch keine negativen Auswirkungen zu haben. Ich sehe hier gerade gar. Ah, hier ist schon eine Grundfläche gebaut. Sehr schön. Ja, das gefällt mir so gut. Dann geht's hier, denke ich mal, weiter. Super. Ey, klasse, gefällt mir gut. Ah, jetzt hier arbeiten ist ja eine Qual. Ja, warte mal, ich guck mal, ich habe ja oben Mortar Stone. Ich mache uns mal oben Brazier-Rush. Also der braucht 10 Minuten, das ist doof. Ich baue trotzdem mal ein. So. Ja, die Blume hier gibt hier oben tatsächlich Licht. Das ist voll cool. Ach, ich habe vergessen, den Kiln beim Heretic abzuholen. Warte mal, ich schieb das Ding mal wieder hoch.
So. Damit wir nachher mit dem Karren dann nämlich hochkommen. So. Zack. Ja, hier ist jetzt echt wenig zu sehen. Warte mal, ich mach mal die Helligkeit hoch. Brightness. Zack. So, das ist, denke ich mal, angenehmer für euch. Oder auch für mich, muss ich zugeben. gestern, als ich noch spät mit dem Toaster gespielt habe, da haben wir es dann so gemacht, teilweise, dass wir einfach das Licht im Raum heller oder dunkler gemacht haben, damit kann man das halt auch auf dem Bildschirm besser erkennen. Eigentlich total dumm, man sollte eigentlich die Augen nicht so anstrengen. Also eigentlich sollte man da zusehen, dass man das selber besser macht. Ja, ich hoffe, die bauen das noch mit ein, dass man irgendwie die Fackel in der zweiten Hand halten kann oder so. Das wäre echt toll. Naja, wobei ich fände es schon ein bisschen komisch, wenn man plötzlich nur noch mit einer Hand gräbt. Ja, gut, dann hätte ich gerne einen Mining Helm. Okay, ja, da bin ich einverstanden. So. Na nun. Ist mir im Dunkeln was von der Schippe gefallen, glaube ich. Nee, ich war schneller als du und habe den Erdklumpen schon eingesammelt gehabt. Oh nee, das Ding ist schon wieder voll. Okay. Huch, ich habe einen Stein zu wenig mitgenommen, oder hast du einen Stein in der Hand? Hä? Nee. Ach, ich konnte wahrscheinlich noch einen reinpacken, dann war das Ding voll. Wo kommt das jetzt hin? Die Erde kannst du gleich hier links in den Stockpile reinpacken. Und den Stein hätte ich gerne oben drin, wenn das möglich ist. So, ich werde mal noch einen weiteren Stockpile einfach bauen. Storage. Da verbinden. Okay, mit mehr lässt er sich auch gar nicht verbinden, aber das reicht uns ja. Hier ist ja das Holz drinne. So. Oben geht aber auch nicht mehr viel rein jetzt, also so steinmäßig. Achso, na gut, ich könnte halt ein bisschen von dieser Schlacke da rausholen. Ja, dann packst du ein bisschen Schlacke hier rein. Ich baue gerade nochmal einen weiteren Stockpile, damit wir wieder ein bisschen Platz haben. So. Sorry, aber jedes Mal, wenn ich da Schlacke rausziehe, wird gleich Schlacke nachgepackt. Ja, ich verstehe. Oh Gott. Ehrlich gesagt, ich glaube, hier müssen wir mal so eine richtig große Lagerhalle hinbauen, einfach auch nur schon für die ganzen anderen Materialien oder damit wir die Sachen aus dem Weg schaffen können, oder? Ja, ich wie gesagt, also ich... Es muss keine Halle sein, aber... Ja, na, vor allem später brauchen wir halt nicht mehr ganz so viel, weil ich den Müll unten ins Bergwerk halt reinräume, ne? Eigentlich auch so krasse Aktion, so und nach uns die Sintflut, ne? So voll endlagermäßig, hier wie mit Atommüll, ne? So, ja, wir packen das jetzt dahin, dann sieht's keiner mehr oder brauchen wir uns ja nicht mehr drum kümmern. Oh, voll krass eigentlich. Die Steine, die jetzt hier noch drin sind, die nehme ich mal... Mist. Die nehme ich jetzt mal mit zu mir, weil da brauche ich ja auch immer wieder welche zum Reparieren. Okay. Von Steinwerkzeugen. Und jetzt bin ich hier in den Graben gefahren und komme hier nicht mehr raus. Okay. Warum machst du sowas? Weil ich an deinem Karren da vorbei wollte. So, ich mache hier oben mal den einen Stockpile mit Müll ein bisschen leer. So, dann laden wir mal noch mal ein paar Gigabyte Serie auf mein Handy runter von Netflix. Aber dafür ist der Müll halt mega leicht, ne? Der Müll hat gerade mal... Ich hab jetzt hier die ganze Stockpile gemacht. Der Müll hat gerade mal irgendwie 2,5 Kilo Gewicht. Völlig abstrus. So. Was machst du da? Ich leg das Stück Stein dahin. Der oben ist jetzt ziemlich leer, der Stockpile. Guck mal nach.
Ja, gut, aber ich wollte halt, um den Karren hier rauszukriegen, ich dachte, da muss ich ihn vielleicht mal kurz Ach so. abbauen. Oh, warte, weg, jetzt, jetzt, jetzt. Nein, schon wieder nicht. Sieht aber faszinierend aus, aus meiner Position, wie die Henkel von dem immer wieder hochfliegen. Kannst du den einmal kurz anheben, dann, damit ich hier diese, einfach diese Erde da reintun kann? Sekunde. Ja, eventuell musst du jetzt einfach aussteigen, dann gehen die hoch. Ja, es ging gerade. Fast. Moment. Wo ist die hin? Jetzt! Ja, ich, das probieren wir gleich nochmal. Fast! Okay, ich gehe Okay. raus. Alles gut, geschafft. Super. So, danke. Bitte. Dann sammle ich das jetzt wieder ein. Total merkwürdige Möglichkeit, den Wagen wieder in Ordnung zu bringen, ehrlich. So. Oh Gott. Jetzt habe ich das von einem Stockpile in den anderen umgeschoben. Jetzt haben wir ein Stockpile fast nur voll mit Müll. So. Ja, da sind jetzt noch zwei Blöcke frei für Müll hier in dem zweiten Stockpile, ne? Gott, ist das krass. So, wartet mal, ich muss die Brightness wieder runterschieben, damit das nicht jetzt zu krass wird. Tut mir leid. Jetzt sieht das wieder ein bisschen moody aus dadurch. wir sind sowieso bei 30 Minuten. Das passt ganz gut an eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ja, also so wird es weitergehen. Die nächste Folge wird jetzt auch gleich wieder beginnen, denke ich mal. Und dann geht es gleich runter in die Mine. Wir werden die Mine ausschachten, damit wir dann den Müll dort unterbringen können. Ja, ist ein bisschen krass. Eine sonnige Verabschiedung auf jeden Fall von mir, eurem Sunny. Natürlich auch von dem Heretic und dem Toaster. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.